Artikelnummer SCP-1103. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: Außerhalb von geplanten Versuchen sind Exemplare von SCP-1103 bei einer Temperatur unterhalb von 5 Grad Celsius in einem handelsüblichen Großraumkühlschrank in der biologischen Verwahreinheit 23 zu lagern. Aufgrund des begrenzten Vorrats müssen alle Versuchsanträge von mindestens 2 Personen mit 2-1103 Freigabe genehmigt werden. Beschreibung: Bei SCP-1103 handelt es sich um eine Reihe kommerziell verpackter menschlicher Körperteile, welche als SCP-1103-1-1 bis SCP-1103-1-11 bezeichnet werden. Alle enthaltenen Objekte liegen vakuumverpackt auf Plastikschalen mit der Beschriftung Dr. Wondertainments Transplantationskit für Nachwuchschirurgen und einem Preisschild, das Werte zwischen $3.99 und $25.99 anzeigt. Einige der Packungen haben einen zusätzlichen Aufkleber mit stilisiertem Stierkopf und der Aufschrift Cornbelt in Großbuchstaben auf der Vorderseite. Der zusätzliche Inhalt der Packung variiert zwar, jedoch liegt jeder Packung ein Beipackzettel, siehe Anhang 1103-1, ein Satz Einweg-Kunststoffhandschuhe und eine Tube mit der Aufschrift Dr. Wondertainment Wundercreme, eingetragene Handelsmarke, bei, welche als SCP-1103-2 klassifiziert wird. Die Tube hat ein Sollbruchende und enthält ca. 5 Kubikzentimeter einer durchscheinenden, viskosen, gelbgrünen Flüssigkeit, deren Zusammensetzung der vom Blutplasma ähnelt. Eine Analyse hat gezeigt, dass die verschiedenen verpackten Gewebe ungewöhnlich lange haltbar sind. Eine Probe konnte bis zu 3 Stunden bei Raumtemperatur unter Lufteinfluss überdauern. Wenn eine Probe vakuumverpackt oder in physiologische Lösung getaucht und auf unter 5 Grad Celsius abgekühlt wird, kann sie praktisch unbegrenzt lange gelagert werden. Eine DNS-Untersuchung hat ergeben, dass die Proben trotz ihres einheitlichen Aussehens von verschiedenen Individuen unterschiedlicher Ethnie und Geschlechts stammen. Das einzige gemeinsame Merkmal unter ihnen scheint die Blutgruppe 0 und der negative Rhesusfaktor zu sein. Das Auftragen von SCP-1103-2 auf menschliches oder tierisches Gewebe führt zu einer vorübergehenden Lockerung der interzellulären Bindung einer etwa 1 mm dicken Schicht, begleitet von einer milden Fluoreszenz mit einer Dauer von ca. 5 Minuten, nach der die Oberfläche ihre frühere Struktur wiedererlangt. Bei Auftragung auf die Haut bildet sich die äußerste Schicht der Epidermis nicht wieder zurück. Wird in dieser Zeitspanne eine weitere Gewebeprobe mit der losen Zellschicht in Kontakt gebracht, verschmelzen die Oberflächen miteinander und in den folgenden 6 bis 14 Stunden entwickelt die Schnittstelle zwischen den Beinen ein funktionierendes Blutgefäßnetz. Es wurde zunächst davon ausgegangen, dass sich eine neuronale Verbindung nicht entwickelt, aber spätere Experimente haben gezeigt, dass dieser Prozess durchaus stattfindet und durchschnittlich 3 Wochen braucht. Trotz fremder Herkunft kam es bei den Experimenten nur zu einem einzigen Fall von Gewebeabstoßung. Versuchsprotokolle sind auf Anfrage für alle Mitarbeiter mit mindestens einer 1-1103 Freigabe verfügbar. Bergungsbericht: SCP-1103 wurde am 4. Oktober 2000 der Foundation nach einem Zwischenfall im Nationalkrankenhaus in neu entdeckt, bei dem der 11-jährige ins Krankenhaus eingeliefert wurde, da seine Hände scheinbar mit seinem Gesicht verschmolzen waren. Bei der Befragung des Objektes gab dieser an, dass er bei einem lokalen Fachgeschäft für Scherzartikel ein, Zitat, Scherz-Chirurgie-Kit, klassifiziert als SCP-1103-1-1, gekauft und versucht hatte, damit einen zusätzlichen Finger auf jede seiner Hände zu transplantieren. Das Haus des Objektes wurde daraufhin durchsucht, was zum Fund eines Exemplars von SCP-1103 und einer Rechnung von führte, welche die Angaben aus der Befragung bestätigte. Eine Überprüfung des Geschäfts hat dazu geführt, dass weitere Exemplare von SCP-1103 beschlagnahmt werden konnten. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Besitzer keine Kenntnis über die anormalen Effekte von SCP-1103 besessen hat. Eine Untersuchung über die Herkunft der anormalen Ware ist derzeit im Gange. Alle Beteiligten wurden mit A-Klasse-Anästhetika behandelt und es wurden Beweise fabriziert, die Einstellung auf eine Gasexplosion zurückführen. Anhang 1103-1. Gebrauchsanweisung für SCP-1103-1-1. Hallo, du hast erfolgreich das lustige Fingertransplantat, eingetragene Handelsmarke, ein Teil von Dr. Wondertainments Transplantationskit für Nachwuchschirurgen, erworben und bist nun auf dem besten Weg, selbst ein Nachwuchschirurge zu werden. Du fragst dich, was man braucht, um ein Nachwuchschirurge zu sein? Schritt 1. Finde einen Freund, der einen Finger braucht.
Schritt 2. Öffne ohne zu zögern die lustige Fingertransplantat eingetragene Handelsmarke Packung. Schritt 3. Ziehe Dr. Wondertainments Gummihandschuhe eingetragene Handelsmarke an wie ein echter Chirurg. Stelle sicher, dass sie dir auch gut passen. Schritt 4. Öffne die Kappe von Dr. Wondertainments Wundercreme eingetragene Handelsmarke. Keine Sorge, solange du es kühl lagerst, geht sie nicht ab. Schritt 5. Verteile ein wenig Wundercreme, eingetragene Handelsmarke, auf der Stelle, die sich nach einem neuen Finger sehnt. Schritt 6. Warte wie an einer Ampel, bis du grünes Licht siehst. Schritt 7. Nimm einen lustigen Finger, eingetragene Handelsmarke, und drück ihn auf die Stelle, an die er hin soll. Vergewissere dich vorher, dass du ihn richtig anbringst, wenn du nicht möchtest, dass dich alle auslachen. Schritt 8. Halt ihn etwa 5 Sekunden lang fest. Hurra! Die Operation ist erfolgreich verlaufen, du Nachwuchschirurg. Wenn du gerade kein Nachwuchschirurg sein möchtest, dann achte darauf, Dr. Wondertainments Transplantationskit für Nachwuchschirurgen immer kühl zu lagern. Berühre die Wundercreme, eingetragene Handelsmarke, nicht mit bloßen Händen. Sei vorsichtig, wenn du die Gummihandschuhe, eingetragene Handelsmarke, ausziehst. Arbeite exakt wie ein echter Chirurge. Wenn der lustige Finger eingetragene Handelsmarke erst einmal an Ort und Stelle ist, kannst du ihn nicht mehr einfach abnehmen. Wenn du Spaß daran hast, ein Nachwuchschirurge zu sein, dann überleg dir doch, den menschlichen Baukasten von Dr. Wondertainment zu kaufen. Warnung: kann Spuren von Nüssen enthalten.